Willkommen zurück, herzlich willkommen und straight in your ass, ihr Stritter, zu Final Fantasy Gangbang Anal 16. Jetzt kann ich natürlich nicht mal in den Knopf drücken, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ich werde jetzt höchstwahrscheinlich, je nachdem, wie es die nächsten Tage so weiterläuft und Wochen, mit meinem Pensum, was ich jetzt vom Urlaub habe, höchstwahrscheinlich auf dem Kanal erstmal nur ein Video aufladen. Der Plan bleibt natürlich dabei, dass wir zwei Videos pro Tag uploaden. Aber zurzeit ist noch aufgrund äußerer Umstände nicht möglich. Und jetzt, das weißt du von allen, ist wieder da. Da drüben, DJ John. Deswegen alle, Hashtag alle lieben Jona in den Chat. Und ja. Wir spielen halt natürlich Story weiter, weil Nebenmission haben wir alles erledigt, selber da, nichts mehr grün. Ich glaube, wir müssen jetzt durch eine Wüste und dann müssen wir hier Hugo killen. Ich muss erstmal mein Profil auf Final Fantasy 16 machen. Wer das letzte Video gesehen hat, da war ja schon ein epischer Fight, aber ich denke, heute werden wir sehen, entweder in dem Video oder im nächsten, genau, wie wir, wie unsere Bestias, Schrägstrich, Esper, sich gegenseitig schon Arsch aufweisen. Ich muss morgen mal was mit dir klären. Alter, schick mir bei WhatsApp, das klingt schon, das klingt einfach schon wieder nicht gut. Also das klingt so, als wäre irgendwas Schlimmes passiert. Oh! Ausblendengruppe? Wieso blendet meine Presse da nicht aus? Bin zu verwöhnt, Mann. Ja. Otto, Kupka ist in Drachenfang. Ich breche gleich dorthin auf. Willst du da etwa alleine rein? Keine Sorge. Ich habe nicht vor, den Mutterkristall zu zerstören. Erstmal will ich nur Kupkas Kopf. Ich werde vorsichtig sein. Versprochen. Das Land um Drachenfang gehört alles zu Kupkas Lehnsgut. Wenn du Schwierigkeiten bekommst, frag nach einer Rujena Dalimil. Man nennt sie auch die Wüstenhäsin. Wer ist das? Eine alte Verbündete von Sid. Von ihm persönlich. Ich weiß nur den Namen und dass sie sich in Dalimil an der Schenke trafen. Seit seinem Tod haben wir nichts von ihr gehört. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der neue Sid ihr Interesse weckt. Danke. Ich werde es mir merken. Und, was ist mit deinem Onkel? Also, er kann gern bleiben, aber... Die Streamdeck-Software geht nicht auf, Jonas. Schau nicht so besorgt. Er kommt mit Die mir. Die öffnet sich einfach nicht. Das wollte ich hören. Gav, Otto, kümmert euch um alles Weitere. Verlass dich auf uns. Ach, Byron. Byron. Ich bin der kleine Don. Gut, Onkel. Es kann losgehen. Bereit? Jawohl! Schade, dass der Onkel hier so nett ist. Abenteuer. Ich kenne nur Onkel, die Stricher sind. Schreibt gerne in die Kommentare, wie eure Onkels so sind. Ist eure Onkels gut zu euch? Damit meine ich natürlich mit gut zu euch nähe. Irgendwelche. Ja, das klang halt einfach falsch. Du wisst, was ich meine. Fuck, Mann, warte mal. Ich brauche ja jetzt und. Na gut, die Screenshots kann ich zur Not nachträglich machen. Scheiße, Jonas, da hab ich gar nicht dran gedacht. Wegen Screenshots triggern ist da jetzt übelst scheiße. Ich war ein junger Mann, als ich zuletzt hier gewesen bin.
hinten liegt ein Handelsposten, nicht weit von hier. Direkt am Weg nach Drachenfang. Dann lass uns dort beginnen. Egal. Nö, nee, ist nicht mehr offen. Die Software, Jona. Immer perfekt. Nimmst du mal nach einer Weile wieder? Oder nur ein Windows-Update gemacht, nur ein fucking Windows-Update und nichts funktioniert mehr. Es ist zum Kotzen, Mann. Oh, das ist aber eine große Wüste. Unser Ziel liegt hinter den Ruinen der Gefallenen dort drüben. Behalte sie im Blick. Im Wüstensand kann man schnell die Orientierung verlieren. Warst, sind wir hier schon einmal zusammen entlang geritten. Haben wir deinen Vater auf einer Erkundungstour nach Drachenfang begleitet? Ich durfte mitkommen. Natürlich erinnerst du dich nicht. Es war kurz vor Joshuas Geburt. Du wolltest unbedingt bei der Geburt dabei sein und hast deinem Chocobo auf dem Rückweg so sehr die Sporen gegeben, dass er dich abgeworfen hat. Ich werde nie vergessen, Daddy, falls du gerade im Chat bist, ich hoffe, man hört das Auto von meinem Ventilator. Wie gibt die zu Daddy? Das ist Schenkel? Das klingt ja, als wäre das Ding hier in eine Stadt. Hast du diese Soldaten? Okay. Die steinerne Wache soll schon bis nach Rosalith vorgedrungen sein. Ja. Die gute Dalli-Milchschenke. Okay, wir können. Weißt du, die Hitze hat mich ziemlich durstig gemacht. Wollen wir uns ein Schlückchen gönnen? Ja, da unten ist ein scheiß Säufermann. Gut, das sieht ja nice aus, das Wasser. Sieht Green Paradise. Einfach wunderschön, Mann. Ja, komplett eine Oase. Sieh mal, dort. Das sind Tiere aus Ashra. So viel ist sicher. Ist schon ein langer Ritt aus Stonhir. Ihr wundes Sitzfleisch werden sie gerade in der Taverne ausruhen. Sehen wir uns um? Sei brav und geh spielen, Torgal. Hunde dürfen da nicht rein.
Oh, ja, dann würde ich sagen, Assassin's Creed ist weg. Oh, jetzt geht's. Es geht, es geht, es geht. Na, meine Herren, hungrig? Mein Kumpel hier, er verträgt die Hitze nicht so gut. Anna! Kannst du da nun, wenn's leicht sein soll, dann vielleicht unsere Chuk. Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Moser. Und Bier. Gerne. Hey, Pino! Komme! Kumpel? Wärst du etwa lieber mein Knapper? Wärst du etwa lieber mein Knapper? Cool, wenn die Radar hat man wirklich nicht. Sehr schön. Ich glaube, können wir Kleinmonster reinziehen, ey, zünden. Zögeln. Zögen. Nee, nee, den hört man nicht. Ich hab ja alles richtig eingestellt. Einfach, weil du der Allerbeste bist. Ich brauche immer so einen. So einen Button, wo ich triggern kann. Alle lieben wir, oder? Oder? Oh, das ist unser Bruder hier. Euer Gnaden. Joshua, ne? Ihr seid offensichtlich noch zu geschwächt zum Reisen. Wenn ihr mir nur erlauben würdet, euch zu einem kundigen Heiler zu bringen. Nein, wir müssen weiter. Prinz Dion ist zurück im Feldlager und bricht bald auf zur Front. Dion ist ja der wahre Mut. Ich muss ihn unbedingt vorher sprechen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Oh, ein Stricher. Das verstehst du doch. Ja, das tue ich. Aber nehmt wenigstens eure Medizin. Ich bringe euch Wasser. Ob die dem jetzt einen bläst. Was sagst du alles? Alles krass, ne? Ein paar Tage kein Final Fantasy gespielt, man ist direkt aber wieder drinne und gefesselt. Und wir wissen, warum unser Bruder sich quasi uns nie annähert. Ne? Scheiße, Alter, was ist denn jetzt los, Mann? Naja, es sind ja Brüder und keine Stecher. Aufpassen, worauf denn? Hier gibt's doch eh nur Sand. Hab gehört, sie hätten unseren Gast ohne Probleme nach Drachenfang gebracht. Wir bleiben sicher nicht lang. Warum man uns in diese Einöde geschickt hat, um diesen Gastkopf zu retten, weiß der Henker. Dominus zu sein, schützt wohl kaum vor Dummheit. Die reden von Kupka, nicht? So, trinken wir aus. Der Weg ist noch weit. Hey, du! Mit den Onkel hat man nur Stress, Alter. Sag ich doch. Onkel? So, ich starte jetzt mal Explain. Verzeih. Oh, jetzt gibt's Blockrandale, Alter. Alle machen mit, jedes Stockwerk wird gepickt. Mach den Block kaputt. Mach den Block kaputt. Könnt ihr gehen, Hoheit? Was ist los? Ich fürchte, unten braut sich Ärger zusammen. Ja, schiebt sie. Ihr seid also Reisende, wie? Meine Begleiter und ich sind hier fremd? Vielleicht könnt ihr uns eine Weile begleiten? Uns den Weg zeigen?
Tut mir leid. Uns rufen dringende Geschäfte nach Canva. Och, ein oder zwei Stündchen habt ihr doch sicher für uns. Freunde. Ich fürchte, wir können keinen Moment entbehren. Überlass sie ruhig mir. Gern doch. Der Gerichtete! Greift ihn! Viel Glück. So, warte mal, ich nehme das jetzt so. Echt jetzt? Ja, stell ich noch. Stimmt so. Ach, apropos, der Eintopf bräuchte ein bisschen mehr Salz. Jetzt oder nie. Euer Gnaden? Es geht. Freund oder Feind? Was, der Bruder? Oder der Onkel? Oder die Alte? Clive? Mama, du Matti Möhrchen. Was hast du? Nichts. Vergiss es. Wir gehen.
sagst du? Schön. Die benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Gehen wir, bevor noch mehr von der Sorte hier auftauchen. Ah ja. Teller und Töpfe! Nö. Ich will keine Teller und Töpfe. Hab ich Baden? Die wollen es wieder wissen. Oh, die Straße ist gesperrt. Rack, du Baden. Und das ist der einzige Weg nach Drachenfang. Anscheinend möchte Lord Kupka zurzeit keine Besucher empfangen. Wir müssen durch dieses Tor. Ja, aber gewaltlos, hoffe ich. Ich finde, wir haben schon genug Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Dann mit Lust. Auf jeden Fall Monster. Vielleicht kann uns die Wüstenhirsin weiterhelfen. Oh, wer ist die Wüstenhirsin? Dalimil, die Geheimnisvolle. Doch wie finden wir sie? Die Geheimnisvolle. Wir wissen nichts als ihren Namen. Sie war eine Verbündete von Sid. Bisher waren Sids Unterstützer Leute mit Einfluss. Angesehene und wohlhabende Mitglieder ihrer Gemeinschaft. So jemand dürfte Rujena Dalimil auch sein. Das würde die Suche zweifellos eingrenzen. Wir müssten uns nur erkundigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Und genau das werden wir jetzt tun. Hat das so NPC-mäßig ausgehabt? Oder kam nicht so aus, als würden wir bald nach Drachenfang zurückkehren. Nun, wir haben ja auch keinen Grund dazu. Was auch immer dieser Notfall ist, sie haben die ganze Mine dafür geschlossen. Was darf sein? Your pussy juice. Bitch. Leb wohl. Du willst ein Träger sein? Ein Streichhund. Womit kann ich den Herrschaften dienen? Lass mich das machen. Mein guter Mann, wir repräsentieren eines der angesehensten Handelshäuser in Port Isolde. Wir erwägen, in diese Region zu expandieren und würden gern die Bekanntschaft der führenden Geschäftsleute hier machen. Wo finden wir denn jene? Also am bekanntesten sind unsere Bäder, die Märkte und die Schmieden. Die Besitzer der florierendsten Geschäfte haben hier sehr großen Einfluss. Danke. Das hilft uns sehr weiter. Ihr kennt nicht zufällig eine Dame namens Rujena Dalimil, oder? Nein, die kenne ich nicht. Gut. Trotzdem vielen Dank. Das nicht kennt. Was willst du? Ich hab zu tun. Es dauert nicht lange. Die können wir auch mitnehmen und ich suche nach jemandem. Eine Frau namens Rujena Dalimil. Kennst du sie? Nie gehört. War's das? Eine Frage noch. Angenommen, ich suche den reichsten Händler hier. Wohin sollte ich mich da wenden? Ganz klar. Dornkuss. Die beste Schmiede diesseits der Meerenge. Der Inhaber ist ein Jungspund. Aber er hat den Dreh raus. Der Dornkuss also. Danke. Dieser Jungspund ist doch unmöglich der Richtige. Sids Kontaktperson soll schließlich einflussreich sein. Einfluss kommt mit Alter und Erfahrung. Glaub mir das. Nee, glaub ich doch nicht. Du bist mein Onkel und somit ein automatisierter Stricher. Mama, ich will mit dem Kristall spielen. Wie oft muss ich es noch sagen? Das ist kein Spielzeug. Kann ich helfen? Ja, ich suche nach einer Dame mit dem Namen Rujena Dalimil. Eine langjährige Stütze der Gemeinschaft, glaube ich. Und Händlerin der alten Schule. Dann frag mal Ferda. Er lebt hier schon ewig. Kennt den Ort und seine Bewohner wie kein anderer.
Vor allem die ganzen alten Händlerfamilien. Die Bäder, da solltest du ihn eigentlich finden. Herzlichsten Dank. Na, das hört sich doch vielversprechend an. Mal sehen. Finden wir heraus, was genau dieser Färder weiß. Weihrauch, Wespenwachs, Kerzen. Entschuldige, bist du Färder? Bin ich. Kann ich euch beiden helfen? Oh, vielen Dank für den Raid. Das ist so. Angeblich lebst du hier schon ziemlich lange. Kennst du Rujena Dalimir? Sie dürfte als Händlerin hier recht bekannt sein. Darf ich fragen, was ihr genau von der Wüstenhäsin wollt? Sie war eine Freundin von mir. Wir bräuchten dringend ihre Hilfe. Also gut. Was geht ab? Schon fast einen guten Stream. Geht zum Bordell. Ich übernehme alles weitere. Alter, was wir hier schon in Puffs sind. Nice, Superman. Ob wir ihm vertrauen. Was hast du gestreamt? Das ist so? Wohl nur so weit, wie er uns vertraut. Ihr habt uns also hinterhergeschnüffelt. Wovon redest du? Oh, Mass Effect, sehr geil. Will ich auch mal die ganze Stell dich nicht dumm. Wer seine Nase in unsere Geschäfte steckt, verliert sie ratzfatz. Ja, ich muss hier in Final Fantasy 16 jetzt 5 Liter im Bordell. Das ganze Spiel scheint sich nur um Bordell und Pups zu sein. Nee, ich behass aber schon. Verhältnismäßig. Okay. Das war mit dem Pupp-Modus. Hier steht bei uns, wenn wir das machen. Und schlafen wir ein bisschen. Oh, fast nächste Level. Fast nächste Level. Hast du schon Final Fantasy 16 gezockt oder ist das nicht so deins? Für wen arbeitet ihr? Für ihn oder sie? Ich muss auf jeden Fall deinen Energy holen. Ihn, den Meister. Er wollte das für euch prüfen. Ziemlich armselig für eine Prüfung. Lord Färder? Sieh an, wen haben wir denn da? Solch ein Geschick mit der Klinge ist wirklich selten. Passend für einen Geächteten. Du weißt, wer ich bin. Genau. Und was jetzt? Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad. Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Wir sind hier fertig. Bring ihn zu seiner lieben Anal! Sie wird sicher sehr an ihm interessiert sein. Ja, mein Lord. Definitiv. Freut mich schon auf der Muße. Hier sind die Premium-Box von Final Fantasy 7 Remake. Auf der Muße. Hier sind sie der Cloud stehen. Auf dem Motorrad. Weiß nicht, ob man das so gut sieht, ja. Tü-tüm. Und natürlich wollen wir, bevor das Remake von Teil 2 rauskommt, also Final Fantasy 7 Remakes wäre jedenfalls kleine Einwand, die wir so kurz schon haben, tun wir den ersten Teil auch noch platinieren, durchgespielt haben wir ja schon. Ja. Und ich finde, solange wie die Remakes gut machen, so wurde jetzt gemunkelt, Final Fantasy 9 Remake. Hergestellt aus robustem kann ich gut damit leben, dass Final Fantasy 16 hat ja, sag mal, vom Gameplay her eine neue Ausrichtung, ne? Actionlastiger. Aber die Kämpfe und so, die Brot und alles und die Grafik und die Inszenierung der Story ist. Sucht schon seinesgleichen. Das ist echt schon geil. Rebirth, genau. Sind wir hier richtig? Lubos Schmiede, der Dornkuss.
Ah, also ist es tatsächlich dieser Jungspund. Und ich schwafle die ganze Zeit etwas von Alter und Erfahrung. Ich lag so falsch. Es war eine naheliegende Vermutung. Schließlich hat Sid sie vor Jahren zuletzt gesehen. Oder ihn. Wer dieser Luba auch sein mag, er scheint auf jeden Fall fähig zu sein. Und hat unseren Respekt verdient. Behandelt ihn auch so. Dubor, ich soll die beiden hier zu dir bringen. Meine Jungs sagen mir, du brauchst etwas. Auf Super Nintendo hat damals Final Fantasy 6 gespielt. Sid der Zweite. Der kennt mich. Machen wir es kurz. Hilf uns, das Südtor zu passieren. Ich glaube, ich hab's auf der PlayStation 10 noch gar nicht. Sag mir, was ist das wichtigste Werkzeug im Arsenal eines Händlers? Vertrauen! Das weiß doch jeder. Ohne das hat man nichts. Und nichts ist genau das, was du hast. Und deshalb habe auch ich für dich nichts. Ich kann schließlich nicht jedem Straßenhund helfen, der einfach hier hereinstreunt. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Dann nur zu. Nie gebunden. Findet jemand anderen, der euch bei eurer Reise hilft. Hast du auch schon Final Fantasy gestreamt? Das ist so. Und sagt ihm auch, dass ihr ganz gewiss nicht die zwei gesuchten Reisenden aus der Schenke seid. Wir wollen doch Missverständnisse vermeiden, oder? Du Kleiner! Gut. Können wir dein Vertrauen vielleicht verdienen? Du gefällst mir. Bereit, alles zu tun, um dein Ziel zu erreichen. Ha, Leute wie du haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Hey, gibt's denn mittlerweile auch jeden Teil für X? Und warum wohl? Außer weil ich die 16 bekomme, und 7 Remake jetzt. Ich will. Warum auch immer, das soll der kommen. Also ich muss wieder für den hier abschauen. Also was willst du? Jetzt erzähl mir nicht, dass du auf diesen Wichtigtuer hörst. Hören wir ihn uns doch erstmal an. Es ist nur natürlich, dass ein Verbündeter von Sid Fremden misstraut. Falls er wirklich ein Verbündeter ist. Vor 5 Jahren war er noch ein halbes Kind. Und selbst damals hatte ich mehr Grips als ein Mann, der... Oh, 5-mal so alt ist? Naja, zurück zum Thema. Du wolltest wissen, was ich will. Das könnte Jonas sein, der gerade mit Nick redet. Ich will, dass die Probleme in Dalimil ein Ende haben. Wenn ihr das für mich erledigt, werde ich euch helfen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Der 5-mal sein. Was meinst du? Wenn du uns schon Befehle gibst, dann rede Klartext, Trottel. Mein Nierengraubart. Mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig. 11 war online. Wie hast du mich ich denke mal, du meinst 12, oder? Entschuldigung. Was so Star Wars orientiert war. Ein Ratschlag als Wiedergutmachung. Folgt den Kristallen. Mehr sag ich aber nicht. Es soll ja nicht so einfach für euch werden. Ha! Wäre doch gelacht. Sein kleines Rätsel lösen wir im Handumdrehen. Ein Kinderspiel. Teilen wir uns besser auf, Clive. Ich möchte diese Posse gerne so schnell wie möglich zu Ende bringen. Ist gut. Fall nicht auf. Hauptmission, okay. Ich dachte, wir wären Ruhestifter in Dalimil. Warte mal, ich zeig dir die 12. Wait a minute. So, gleich nehme ich auch gerade tatsächlich in der Hand, aber. Was ist das? N64. Jesus Christ, man.
Alles weg, alles. Alles weg. Kann ich mal Zukunft nehmen, wenn ich mal umzuge. Ist dann alles schwer, aber wir haben eh so ganz viel. Fick dich doch! Das ist eine 12. Hm? Verzeihung. Hier gibt es zurzeit Ärger mit Kristallen, oder? Du weißt davon? Nur Gerüchte. Diebespack. Lassen Kristalle mitgehen, die unsere Krüge füllen und Feuer machen sollten. Wir einfachen Leute haben seit Monaten kaum ein paar Splitter gesehen. Selbst auf dem Schwarzmarkt scheint es keine zu geben. Ganz so. Sie sind einfach weg. Lightning war, ich glaube, 13. Ich glaube, nee. 13 habe ich, glaube, übersprungen. Oder? Ja, könnte sein. Ja, die 13 war es, die ich nie gespielt habe. Tatsächlich. Hast du kurz Zeit? Kommt ganz drauf an. Eine Frage. Im Vergleich zu anderen Dörfern in dieser Gegend scheint Dalimil zu florieren. Woran mag das liegen? Wir sind am einen Steinwurf von Drachenfang entfernt. Die Soldaten, die am Mutterkristall stationiert sind, müssen ja irgendwo ihren Sold verprassen. Vor allem die steinerne Wache wirft ständig mit Gil um sich. Interessant. Danke. Ich werde dich nicht länger aufhalten. So, erinnern. Einer noch, aber dann ist Schluss, Herr Röhrig. Saftiges Fleisch von gesundem Federvieh. Zeig her. Ein Bissen und ihr bettet um mehr. Was bitte ich? Ich will frisches Fleisch. Jetzt von Fleisch reden. Was kann ich für dich tun, Soldat? Einmal Schwert polieren? Ich bin kein Soldat. Kurtisan? Dann verzieh dich. Ich bediene nur die Männer der steinernen Wache. Habt ihr eine Art Vertrag? Ach, Unsinn. Ich weiß eben, was gut für mich ist. Ich will nicht unter einem Bettler liegen, wenn sie vorbeikommen. Mit Taschen tiefer als Semekis, randvoll mit Gil. Los, verzieh dich, hörst du? Bevor du sie vergraulst. Ich glaube, ich verstehe langsam, was hier vor sich geht. Ob Onkel Byron was herausgefunden hat? Wahrscheinlich ist er schon in der Schenke. So. Ich hab Gil. Ich hab über 100.000. Ich bin rich as fuck. Ich wurde XRP Jill rich. Kein anderes Brot ist so weich. Die feinsten Stoffe. Direkt aus der Haut. Warum hat die Schenke zu? Bin dabei, Mann. Was war das vorhin in der Schenke für ein Lärm? Ah, du. Du hast doch unsere ganzen Möbel zerlegt. Was willst du? Hast du nicht schon genug Ärger angerichtet? Ich suche meinen Kumpel. Ist er hier? Du meinst den Herrn, der bei dir war? Der ist oben, aber... Danke. Ich finde ihn schon.
Lass mich dich einladen. Ich kann mir das leisten, weißt du? Na, wenn du meinst. Ich hab mehr Geld. Geh weg. Ja. Reicht das hier als Anzahlung aus? Heiliger. Eine schwarze Perle. Einer der vielen Schätze in meiner Sammlung, von der ich mich nur zu gerne trennen würde, wenn ihr mir einen Anlass dazu gebt. Also gut. Wir werden uns sicher einigen können, aber nicht hier. Was hast du vor, Onkel? Da bin ich auch gespannt, was er jetzt vorhat. Kannst du mir erklären, warum du Kupkas Männern Geschenke machst? Köder, mein Junge! Damit beißen die Fische gleich viel besser. Und ich glaube, ich habe einen dicken Brocken an der Angel. Ich habe mich auf den Märkten umgehört, ob man nicht irgendwo Kristalle kaufen könnte. Natürlich ohne Erfolg. Kristallhandel ist schließlich verboten. Aber meine untypische Indiskretion erweckte zufällig die Aufmerksamkeit dieser uniformierten Ganoven. Sie nahmen mich beiseite und boten an, mir Kristalle zu beschaffen, wenn ich beweise, dass ich sie bezahlen kann. Die Perle war also der Beweis. Ich dachte, es würde mehr brauchen. So ein zweitklassiges Exemplar bringt kaum 500.000 Gil. Ein kleiner Preis für den Zutritt zur Unterwelt. Aber genug von meinem kleinen Täuschungsmanöver. Was hast du entdeckt? Der Kristallnachschub scheint versiegt zu sein. Man munkelt, dass jemand sie beiseite schafft. Gleichzeitig geben die Mitglieder von Kupkas Leibgarde hier verdächtig viele Gil aus. Ich wette, die Soldaten von eben sind genau diejenigen, die hinter der ganzen Sache stecken und gut daran verdienen. Ich wette, du hast recht. Treffen wir die Männer und finden es heraus. Sie dürften auch Lubos Probleme sein. Ha! Dieser lachhafte Lackaffe dachte, er fordert uns heraus. Das zeigt mal wieder, man sollte einen Rossfield nie unterschätzen. Sein dummes Grinsen wird ihm schon bald vergehen. Ich habe bereits ein Treffen im Süden der Weltkräu vereinbart. Fernab neugieriger Blicke. Der perfekte Ort für ein kleines Verbrechen. Ich hoffe doch, du rettest meine Haut, falls etwas schiefläuft. Engel! Natürlich. Natürlich. Irgendwie traue ich dem nicht. Hast du nur dran, weil es mein Onkel ist. Da kommt mir sehr suspekt vor. So, wir müssen jetzt hier runterfahren. Was war das vorhin in der Schenke für ein Lärm? Oh ja, und jetzt ab in die Wüste. Scheibenkleister. Im MSF-Store ist grad Ziel. Und ich hab kein Geld. Nö, dein Geld liegt da sinnvoll investiert in XOP. Das ist so, Community. Wie steht ihr zu Kryptos? Habt ihr irgendwas mit Kryptos schon mal zu tun gehabt? Fragezeichen, Rufzeichen gehen das, ne? Aber ich kann ja auch einfach mal meinen Joggerbuch rufen. Und Auto machen. Auf geht's! Pfleg, Ambrosia! Bis jetzt hatten wir echt schon alles erlaubt. Selber Wüsten.
tut mir leid. Ich weiß leider nicht, was Krypto ist. Ich übernehme das. Doro. Mit wem hast du gerade geschimpft? Ich fürchtete schon, ihr würdet nicht kommen, Milord. Jonah weiß, was Krypto ist. Habt ihr eure Spende dabei? Sämtliche Münzen und Edelsteine, die ich so kurzfristig auftreiben konnte. 500 Myriaden, hoffe ich. Auf den Preis hatten wir uns doch geeinigt, oder? Wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich jetzt die Kristalle sehen. Natürlich. Hier entlang, Milord. Wirklich nicht schlecht. Die Klarheit ist beeindruckend. Aber muss ich mich sorgen? Wenn ich auf der Straße angehalten werde, welche Garantie habe ich, dass sie nicht als Eigentum der Republik beschlagnahmt werden? Diese Kristalle sind nicht mehr Eigentum der Republik. Ihr kauft nicht von uns. Ihr kauft von ihnen. Und wir haben ja auch nicht mehr Befugnisse als ihr, Milord. Aber wir haben Schiffe und liefern gerne an einen Hafen eurer Wahl. Kleiner Gefallen für gute Kundschaft. Valuta, hm? Was führt euch hierher? Na, sie wollen ihren Teil von Drachenfangs Segen empfangen. Unsere Nationen sind verbündet, also hat Valut ein Anrecht auf einen Teil der abgebauten Kristalle. Und sie sind so gute Freunde, dass wir diesen Anteil erhöht haben. Zu unser beider Vorteil. Daher sind diese Kristalle nun Eigentum des Königreichs von Valut. Und uns ist jegliche Einmischung verboten. Was auch immer fortan mit ihnen geschehen möge. Hast du das gehört? Sie arbeiten zusammen! Sieht ganz so aus. Das hier ist es wieder ins Met. Was hat das zu bedeuten? Betrügerische Hunde! Das sind gar keine Käufer! Tötet sie! Tötet sie beide! Oh, wo ist denn der Heiler? Ist der Heiler? Peruna!
Level ab. Jawohl. Ich heb ab. Nichts hält meine. Das war doch ein Klacks. Wie fandest du meine Darbietung? Auf der Bühne war ich oft der Bösewicht. Und ich glaube, das hat man gemerkt. Oder? Graubart, du warst hervorragend. Die Kampfszene war besonders dramatisch. Zu schade, dass ihr nicht mehr Zuschauer hattet, aber das ist wohl auch besser so. Wie lange bist du schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie hinterlistig dein Onkel ist. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ein Edelmann sich zu so etwas herablassen würde. Zwielichtige Geschäfte auf Augenhöhe mit Verbrechern. Hinreißend. Das waren also die Probleme. Die steinerne Wache hat die für das Volk gedachten Kristalle an die Valuta verkauft. Nun, damit ist Schluss. Das ist es. Die Menschen hier hatten kaum eine Möglichkeit, sich gegen Kupkas Männer zu wehren. Und die Valuta erst recht nicht. Bis ihr zwei hier aufgekreuzt seid. Gut, wir sollten die Kristalle zurückbringen. Passt ihr auf, bis ich mit dem Wagen zurück bin? Oh. Da fällt mir ein, wie heißt du denn eigentlich? Clive. Echt? Sid der Zweite heißt Clive? Naja, gibt schlimmere Namen. Nun, Clive. Da du dein Teil der Abmachung erfüllt hast, bin ich jetzt dran. Ein Weg durch das Südtor, war das alles? Genau genommen habt ihr dabei auch geholfen. Viele der Wachen wurden bereits abkommandiert, um nach ihren vermissten Kameraden zu suchen. Und die restlichen wurden ermuntert, in die andere Richtung zu schauen, wenn ihr vorbeikommt. Danke. Und bitte lass mich die Kosten übernehmen. Du hast doch noch den Gilbeutel von den Soldaten, oder? Ich hab dich gesehen, als du ihn stibitzt hast. Oh, ja. War wohl nicht sehr geschickt. Und mein Name ist nicht Graubart, sondern Lord Byron Rossfield. Merkt ihr das? Klar. Mach ich. Sehr gern. Graubart. Verwünscht! Oh! Hier, mein Siegel. Ja, mein Siegel. Jeder Freund von mir, der es an dir sieht, ist auch deiner. Vielen Dank, Lubor. Ach, Lubor. Und wenn du willst, sende ruhig einen meiner Stolas zu deinen Leuten. Sag ihnen, Rujana macht wieder gemeinsame Sache mit Sid. Omia Lostelan. Tu isakelith. Was wummelt? Ich vertraue dir, Sid. Oder doch eher Clive. Also, enttäusch mich bitte nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich muss mir auf jeden Fall jetzt ein Energy als nächstes holen, Mann. Na dann, habt eine gute Reise nach Süden. Danke. Nicht doch. Ganz meinerseits. Komm, Onkel. Gehen wir. Den Kristallen auf der Spur. Jo. Oh, wir haben eine Nebenmission. Na, ein Glück ist das nicht. Wobei. Deswegen schalten wir beim nächsten nur wieder ein. Wenn es heißt. Alle! Wenn das ist 18.
Bis dahin. Peace, peace. Euer... Anna!